Im Februar auf meinem YouTube-Kanal für Strategie und Spielkultur. Vorab Videos von zwei neuen Globalstrategietiteln. Der eine führt in eine Fantasy-Welt, der andere in das Weltall und viele weitere Let's Plays und Infovideos. Doch der Reihe nach. Erstmals bei mir zu sehen, Worlds of Magic. Das Fantasy-Spiel wird am 19. März erscheinen. Ich zeige euch schon jetzt die Early Access-Version, die es bereits auf Steam gibt und das erfreulicherweise auf Deutsch. Rundenweise besiedeln wir eine exotische Welt, bauen Städte, forschen, rekrutieren Helden und Armeen, horten Gold und Mana. Für die blutigen Kämpfe mit feindlichen Truppen wechseln wir auf Taktikkarten und tüfteln daran, die feindlichen Kreaturen und deren Heerführer möglichst elegant ins Totenreich zu schicken. Der polnische Indie-Titel von Wastelands Interactive glänzt mit seinen Schauwerten einer wunderhübschen Spielwelt. Ob auch die inneren Werte stimmen, das werden wir gemeinsam beim Let's Play herausfinden. Aus heiterem Himmel hat Firaxis Games kürzlich Sid Meier's Starships angekündigt. Starships soll die Geschichte weiterspinnen, die Civilization Beyond Earth begonnen hat. In einem fernen Sonnensystem, zu dem Kolonisten von der verwüsteten Erde geflohen sind, spielen wir einen Flottenkommandanten. Wir stellen eine Staffel von Raumschiffen zusammen, fliegen zu anderen bewohnten Planeten und erfüllen dort Missionen auf taktischen Kampfkarten, um die Menschen vor Ort auf unsere Seite zu ziehen. Starships ist kein Blockbuster-Titel, sondern ein Steckenpferd von Sid Meier, der sich das Konzept selbst ausdachte und dann ein kleines, handverlesenes Team von Mitarbeitern zusammenstellte, um seine Idee zu realisieren. Release wird im Laufe des Frühjahrs sein und ich werde euch den Titel vorab zeigen, voraussichtlich bereits in Kürze. Weiter im Programm zwei andere Fantasy-Rundenstrategiespiele. Sehr froh bin ich darüber, wie viel Interesse mein kürzlich gestartetes Let's Play zu Endless Legend bei euch findet. Froh vor allem deswegen, weil dieses wunderbare Spiel der französischen Amplitude Studios wirklich euer Interesse verdient. Endless Legend spielte definitiv in der Königsklasse der 4X-Globalstrategie, bringt viele innovative Einfälle und außergewöhnliche Grafikwelten. Im Let's Play ziehen wir auf hohem Schwierigkeitsgrad mit unseren Nekrophagen, aasfressenden Rieseninsekten, durch die Ländereien der Nachbarn. Immer wieder metzeln die feindlichen brennenden Magier unsere kriechenden Kämpfer nieder. Doch immer wieder kommen wir zu neuen Kreaturen, indem wir Eier in die Leichname legen, die unsere Feinde auf dem Schlachtfeld zurücklassen. Widerlich, was? Und wunderbar. Erst gerade, frisch gestartet, ein neues Let's Play Together gemeinsam mit meinem Freund, dem Spielejournalisten Christian Weigel. Wir zeigen euch den Early Access-Titel Massive Chalice, massiver Kelch. Wir leiten die Geschicke eines Fantasy-Reiches, das in einem jahrhundertewährenden Krieg gegen anstürmende Dämonenhorden verstrickt ist. Die US-Entwickler von Double Fine Productions haben sich erkennbar XCOM als Vorbild genommen. Auch bei Massive Chalice rüsten wir Kämpfertrupps aus und schicken sie in runden Taktikkarten gegen feindliche Schreckgestalten. In den Kampfpausen verwalten wir unseren Stützpunkt, erforschen neue Ausrüstungen und ziehen neue Einrichtungen hoch. Doch vieles macht Massive Chalice auch anders. Das Micromanagement ist stark reduziert, das Kampfsystem simpler gehalten. Dafür gibt es andere Features. Zum Beispiel können wir unsere Helden miteinander verheiraten und ihre Kinder, mit den speziellen Eigenschaften der Eltern ausgestattet, später aufs Schlachtfeld schicken. Anders formuliert, wir züchten Kinder und drillen sie zu Kampfmaschinen. Puh. Und weiter im Programm Civilization 5. Wettlauf um Afrika heißt das historische Szenario, das ich euch beim Let's Play Together gemeinsam mit Schumbok zeige. Im Zeitalter des Imperialismus führen wir unsere Zulu gegen die weißen Eindringlinge aus Deutschland und Portugal aufs Schlachtfeld. Unsere Impi-Krieger sind bloß mit Speeren und dem Mut der Verzweiflung ausgestattet. Und dennoch werfen sie sich todesmutig in das Gewehrfeuer der hochgerüsteten Feinde. Das erwartet euch im Februar. Und natürlich wie immer das eine oder andere Überraschungsvideo. Übrigens, Hintergrundinformationen und Newsartikel zu Strategiespielen findet ihr auf meiner Homepage auf writingbull.de und täglich poste ich aktuelle Infos zu Spielen auf Twitter.
Eine besondere Ankündigung habe ich noch zu machen. Das Spektrum der Spiele, die ich euch auf meinem Kanal vorstelle, wird ein wenig breiter. Bislang habe ich euch bloß Rundenstrategie gezeigt. Echtzeitstrategie kommt nun dazu. Allerdings nur, wenn sich das Spielgeschehen pausieren lässt, denn Titel, bei denen es aufs schnelle Klicken ankommt, statt aufs kluge Denken, die sind nichts für mich. Im aktuellen Programm findet ihr noch bloß rundenbasierte Titel, das wird sich aber in Kürze ändern. Warum ich das Spektrum erweitere? Weil sich pausierbare Echtzeitstrategie eigentlich nicht anders anfühlt als Rundenstrategie. Das Spielerlebnis ist kein grundlegend anderes. Man plant und tüftelt, versinkt in große Spielwelten und große Aufgaben. Und das zu erleben, gemeinsam mit euch, das macht Spaß.